So Leute, jetzt gibt es Gamer, die jeder kennt. Und zwar von philipp.psd. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Und wir legen jetzt los. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn ey, ich zock schon mein Leben lang. Ich müsste eigentlich jeden Gamer-Typ da draußen kennen. Aber hey, schauen wir einfach mal. Hey Jungs, was geht? Bock auf COD? Moin. Ja, gern. Jo, ich mach eine Lobby auf. Ja man, COD, voll geil! Der mit dem Mikrofonproblem. Ja, komm, ey. Immer mindestens einer hat Mikrofonprobleme oder hat einfach ein super räudiges Mikrofon, was sich einfach richtig schlimm anhört. Das Krasseste, was ich jemals erlebt habe, war bei einem Kollegen. Der hatte kein Mikrofon, sondern nur das, was bei seinem Laptop integriert war. Und als wir angefangen haben zu zocken, wurde sein Laptop immer heißer und du hast diesen Lüfter die ganze Zeit gehört. So, jo, es hörte sich an, als wenn jemand die ganze Zeit bei ihm mit dem Staubsauger da vom Mikrofon hängt. Junge, völlig schlimm. Aber ja, kenne ich auf jeden Fall. Leute, wir schnacken gar nicht lange rum. Heute gibt's Gamer, die jeder kennt. Und nein, mit Handygames ist man kein Gamer. Was? Doch, also ich muss da einfach eine Lanze brechen, auch wenn ich mich da vielleicht bei dem einen oder anderen unbeliebt mache. Aber jeder hat doch mal klein angefangen. Und wenn man eben noch keinen Computer hat, kein Geld dafür hat, eben noch kein Geld dafür, in irgendeiner Weise sich eine Konsole oder so zu kaufen. Und man hat eben gerade das Handy und man fängt da an, entwickelt eine Leidenschaft. Und irgendwann, wenn man dann, wenn Weihnachten um die Ecke kommt und die Eltern sind großzügig genug und schenken einem eben vielleicht eine Konsole oder einen PC. Ich sag, jeder, der eine Leidenschaft für Gaming hat, der ist auch für mich ein Gamer. Egal, ob Handy-Games oder nicht. Aber kann, wie gesagt, jeder seine eigene Meinung haben. Meine ist das und ja, wir legen einfach mal los. Noob. Und mit den Schultertasten machst du dein Schild. Ja, gut, Noobs gibt's immer. Anfänger halt. Keine Sorge, das kriegst du noch raus. Der Noob, der trotzdem gewinnt. Oh, ja. Besonders bei so Fighting Games oder ey, so weiter. Ist nicht schlecht. Oder auch bei FIFA. Ich würde eigentlich sagen, also ja, ich bin nicht sonderlich gut in FIFA, wissen wir alle. Aber ich gebe mir Mühe. Und ein gewisses Mini-Skill-Level habe ich. Aber da habe ich das eine Mal gegen einen Kollegen, Alter. Der ist einfach nur durchgerannt, aber ich konnte ihn nicht verteidigen. Und dann, boom, mit Cristiano Ronaldo hat er ausgefüllt, 30 Metern draufgeballert und mein Torwart ist in die falsche Ecke gefühlt gesprungen. Und ja, kenne ich. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, kennt ihr die jeweiligen Typen, nice. Habt ihr alle gekannt. Ja, wo man einfach fertig gemacht wird und man kann nichts machen. Man denkt sich nur, what? Der Boomer. Damals war ja alles ganz anders. Ihr Kinder spielt ja gar nicht mehr draußen. Wir mussten auf dem Schulweg 7 Flüsse überqueren. Ach, da oben, 1950. Ja gut, damals gab's... es gab Pong, war so das erste richtige Game, aber das war... Damals waren die Pokémon-Starter viel besser. Also das stimmt, das seht ihr gar nicht. Hier oben links ist so eine Cam. Also ist meine Cam drüber und da steht 2021. Ja, da bin ich wirklich ein bisschen scheinbar Boomer-mäßig. Ich muss sagen, meine absoluten Lieblingsstarter-Pokémon sind die ersten drei. Bisasam, Shiggy und Glumanda. Und ja, ey, dieser Pokémon-Karten-Hype. Ist nicht diese Glurak, Shiny Glurak, auf Deutsch, weiß nicht, wie viel sie wert ist, aber bestimmt auch über 10.000 Euro. Und auf Englisch First Edition irgendwie 70.000 Dollar? Das ist so geisteskrank. Ja, warte, das ist doch das, was er da abschlägt, da, Glurak, ja. Boah, ey, damals, als die Original rausgekommen, also nicht Original, aber damals, als sie das erste Mal, ey, ich habe die auch so gesammelt, aber ich hatte nie einen Glurak. Auf unserem Schulhof gingen die auch mega ab. Damals waren die allerdings in einer guten Condition 500 Euro, aber konnte sich eben niemand leisten. Der Rage Quitter. Ja. Also, ich glaube, da würde ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Oder vielleicht ist man auch ein eher ruhiger Typ. Aber es ist doch jeder in seinem Leben schon mal geragequittet. Jo, wie oft ich bei FIFA schon geragequittet bin, wenn irgendjemand so ein richtiges Lackertor oder ey, ich schieße 20.000 Mal aufs Tor, kein Ball geht rein und er macht einmal so ein richtiges Larry-Tor. Und ich denke mir nur so, was geht denn da bitte ab? Und dann direkt ragequit, entweder Konsole aus, Stecker gezogen oder einfach ganz normal übers Menü. Aber ja, ich bin schon doch, ja, schon geragequittet. Und ich gebe es auch zu, das ist auch, ich weiß nicht, was FIFA da in mir auslöst, aber das ist auch das einzige Game, bei dem ich manchmal so richtig, ihr kennt, also wenn ihr meine FIFA-Videos kennt, ich werde dort einfach emotional. Wenn ich ein Tor mache in der 90. Junge, raste ich komplett aus. Oder wenn EA gönnt, dann mal eine geile Karte zieht oder so. Ich sag nur Neymar. LF, Paris Saint-Germain,
leck mich doch am Arsch, das ist Neymar! Auf jeden Fall, ach ja, gute Zeit. Auf jeden Fall ist dort vielleicht auch schon mal mir der ein oder andere Controller aus der Hand gefallen. Ein Beruhigungstee? Ja, das hilft nicht. Das bringt... Oh, ein Fortnite-Dance, wenn er einen umgebracht hat. Das ist so wie... Das ich ist so wie das Fall. Spiel! Der Handy. Das war gerade Maudado, als ob. Wie gut ist das denn? Ich hasse das Spiel! Der Handy-Gamer. Oh. Schau mal, das neue Geometry. Nein, keine Handy-Games. Och! Ah, Boomer. Okay, eine Boomer-Einstellung. Okay. Das FIFA-Opfer. Oh, oh, was? Oh. Hm. Hm? Was sieht das denn? De Bruyne, Pogba, Hazard. Okay, Testigen ist jetzt vermutlich nicht so viel wert. Ta, nice. Die 1000 Euro haben sich richtig gelohnt. Das Mädchen in der Gruppe. Oh. Ja, bei mir war das so, dass ich tatsächlich in meinem Freundeskreis, es war sowieso, so blöd das klingt, mittlerweile ist Gaming mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen denn je. Ich glaube, dazu hat auch YouTube einen großen Beitrag geleistet, weil wir waren früher eine Nerdgruppe von... aus unserer Klasse. Also selbst in unserer Klasse haben super wenig Leute damals Computerspiele gespielt. Wir waren so 5, 6 Leute, die sich so regelmäßig getroffen haben zum N64 daddeln. Das war so, das war alles. Man wurde schon ein bisschen damals belächelt, aber das ist eigentlich ganz cool, dass man dann schon so ein bisschen so, ja, man war auf eine gewisse Art, in der Generation zumindest, Vorreiter. Klar, es gab noch die Leute, die Pong gespielt haben und C64 und so weiter, aber es war beim, ich meine, guckt euch diesen Fortnite-Hype an und so weiter. Da hat ja wirklich jeder gespielt, auch das Fußballer, so Neymar zockt da Fortnite, Özil hat Fortnite gezockt und noch viele weitere Sportler mehr, Prominente und so weiter, wo du denkst, krass, okay, es ist längst nicht mehr so dieses Nischending und man wird dafür längst nicht mehr so belächelt. Ich meine, man sieht es ja, also auch an YouTube, Gaming-YouTuber, wie viele Tausende bis zu Millionen Leuten wir erreichen und ja, Leute, die Spaß haben an dem, was wir machen. Also das ist immer noch faszinierend, muss ich einfach sagen. Ist einfach cool, dass das ist, ja. Was? Leute, was habt ihr jetzt bei dem Punkt erwartet? An der Stelle hoffe ich, dass so, euch das kleine Video gefallen hat. Ja, wollt ihr herausstellen, dass sie halt sind, für einen wie jeder zweiten andere Part Gamer habt, auch. Dann schreibt mir gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Oh, ansonsten da bin ich will gespannt. Ich mich das will ich mir jetzt einmal freuen. Angucken. Leute, da? Haut rein. Oh. Was? Hä? Das Handy? Geil, mein Kaffee-Verpack ist auch umhältig. So, mal gucken, was die Leute hier schreiben. Maudado. Es ist einfach alles voll mit Maudado. Ah ja, ich dachte, dass bei Mädchen solche Jungs kommen, die meinen, dass Mädchen nichts im Gaming können. Was nicht stimmt. Finde ich auch, hä? Das hat meiner Meinung nach einfach nichts mit dem Geschlecht zu tun, ob man gut oder schlecht ist. Ah, guck mal, ich freue mich schon auf Palette, seine Reaction. Meine Idee für einen weiteren Gamer wäre der das Spiel zu ernst nimmt. Ja, es gibt manche Leute, die nicht ganz checken, dass es ein Spiel ist. Das ist geil. Mir fehlt noch der vergisst, sich zu muten, beziehungsweise der vergisst, dass er gemutet ist. Junge, das war immer so nice, wenn dann irgendwie bei einem Kollegen die Eltern reinkommen und er vergisst, sich zu muten und er kriegt gerade so richtig Ärger und alle sind so leise im Team. Oh Gott, hört ihr das? Ich krieg grad richtig Ärger, oh Gott. Aber das war ein geiles Video. So Leute, bei Philipp vorbeischauen, Like, Abo dalassen. Danke.